Hey ho, sie läuft schon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir machen heute wieder was in der Heißluftfritte. Und zwar zwei gefüllte Riesenchampignons. Gehen wir rüber in meine kleine feine Küche. Tja, und wenn ich sag Riesenchampignons, Leute, dann meine ich auch Riesenchampignons. Endlich mal so große gefunden, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Und die bereiten wir jetzt vor, hier unten am Brett. Tja, Freunde, ich hoffe, die Aufnahme ist so gut. Ich werde den einen, das ist meiner, mit ganz einfach mit Creme Fraiche füllen. Vielleicht noch mit ein bisschen von meinem Rest hier. Und den anderen nur mit dem Rest hier. Das füllen wir dann rein. Und einfach noch ein bisschen Gouda drüber und tja, jetzt legen wir einfach einmal los. Sieht gut aus. So. Mehlzeug will ich gar nicht dabei haben. Das kommt auch weg. Das kann man einfach so wegpulen. Beziehungsweise Lamellen sind ja innen. Mal ein bisschen nachhelfen. Jetzt schaue ich ja mal, ob ich da noch ein bisschen was mit dem Löffel rausholen kann. Dass wir einfach mehr füllen können. Ja. Das reicht. Wunderbar. Ah, ich habe ja was aus dem Keller geholt und kann ich bloß sagen, gefunden. Also im Normalfall tätig ich jetzt noch Zwiebeln und Knoblauch mit reinschnibbeln, aber da ist in meinem Essen von gestern noch genügend, glaube ich, drin. Oder wir könnten eigentlich auch beide gleich füllen. Eigentlich macht mich das fast mehr an als das Creme Fraiche. Ja, und alles wieder runterschmeißen. Dann tun wir mal fischen. Stiele könnte man jetzt auch noch mit reinschneiden, wenn man möchte. An Reis darfst du aber schon essen. Okay. Dann haben wir sozusagen ja auch noch eine kleine Reisfüllung mit dabei. Fleisch schneide ich noch klein. Ne? So, das war dann nichts mit dem veganen Essen heute. Ich habe schon Angst gehabt. Also heute habe ich es wieder mit dem Danebenschmeißen. Das ist ja unglaublich. So, dann kommt hier die schöne Füllung rein. Und der Rest kommt dann bei mir mit rein. Eigentlich wollte ich noch Salz rein tun. Egal, fehlt halt jetzt. Kann man hinterher auch noch salzen, aber ich glaube, das Zeug ist würzig, geschmackhaltig genug. Bevor ich jetzt extra das Creme Fraiche aufmache, klaue ich mir einfach hier wieder was runter.
Weil das Creme Fraiche kann ich dann für was anderes verwenden. Also auch mit so lecker restig Gulasch, wenn man gerade dann so Champignons findet, kann man richtig geile Sachen machen. Im Hintergrund tue ich mal das Ding kurz vorheizen. Jetzt wird es laut. Wo ist da die Vorheizfunktion? Oh Mann. Preheat. Okay, läuft an. Bisschen Käse noch drüber. Hier drauf platzieren und sobald das Ding warm ist, tun wir das reinschieben. Ich denke mal so, ja, 150, 160 Grad, 150, machen wir wieder 150 Grad und da schieben wir es dann gleich da hinten, nein, das sage ich jetzt nicht, dann schieben wir das gleich hier in die Heißluftfritteuse. Ich habe jetzt eingestellt auf 150 Grad. Bei 15 Minuten bzw. 16, damit es noch ein bisschen aufheizen kann. Das Ding stellen wir hier jetzt einfach in die Mitte rein. Ja, war viel warm ist noch nicht, aber der heizt sich ja jetzt noch mal auf. Und weiter geht's. Oder sollen wir gleich 160 Grad nehmen? Ne, jetzt machen wir ganz einfach mal 150 Grad und dann gucken wir nachher, ja, wie sie aussehen. Ein Piep-Piep hat es gemacht, schauen wir mal nach. Ja, die brauchen definitiv noch, das sehe ich ja jetzt schon. Aber wir können ja spaßeshalber mal anpieksen. Ne, die brauchen noch. Da geben wir halt nochmal so eine Viertelstunde oder so dazu. Jawohl, funktioniert. So langsam kapiere ich auch, wie der arbeitet und funktioniert. Wunderbar. Lassen wir nochmal eine Runde rödeln. So Leute, 3 Minuten stehen noch. Und gucken wir mal nochmal schnell rein. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Was haben wir jetzt? 57, 58, 59. Was für 60? Was sagst du, was für eine Kerntemperatur sollen sie haben? Passt schon. Passt so. Dann holen wir sie raus, Leute. Oho, die sehen ja richtig gut aus. Da liegen sie, die 2 Oschis. Einen tue ich gleich servieren. Bitte schön, lassen wir schmecken. Und wir machen natürlich noch einen schönen Anschnitt hier. Jawohl. Geil. Und ich würde mal sagen, ab in den Hals. Irgendwie was ganz was anderes, hinter so einer Theke zu stehen. Ich finde es einfach klasse. Irgendwie habe ich mir das ja schon immer gewünscht, sowas. Mhm. Und gleich mal wieder die Gosch verbrennen, ganz bestimmt. Richtig geil. Wenn ihr zum Beispiel jetzt noch Restgulasch übrig habt oder irgendwas anderes und ihr seht zufällig so richtige Riesen-Champignons, nimmst die mit, füllst die, es geht natürlich auch im normalen Backofen, auf dem Umluft Einstellung oder noch besser draußen auf dem Grill in direkter Bereich und gib ihm. Egal jetzt ob Gasgrill oder Kugelgrill. Leute, ich esse jetzt. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Leute,
Wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski, ich muss jetzt essen.